I make a little vlog for my German friends. Diese Doritos wollte ich mal probieren. Aber Bruderherz, meint ihr das ernst? 4 Euro für so ein Päckchen? Heute machen wir Ratespiele. Was denkt ihr, was Cornflakes hier kostet? Ah, ich heiße euch herzlich willkommen zu einem weiteren Video auf diesem sensationellen Kanal. Heute, meine verehrten Zuschauer, gibt es einen sensationellen Supermarkteinkauf. Ich weiß, dass viele von euch das mögen. Und ja, ich mag das auch. Und ich denke, das ist auch eine interessante Nummer. Guck mal, bevor wir anfangen. Ich bin hier im Target, you know? Target, okay. Du siehst, ja. Das ist ja eine Supermarktkette hier. Die kennt man in Amerika. Da ist ja jetzt zurzeit auch in Amerika sehr viel Inflation. Und da denke ich mal, dass es hier den einen oder anderen auf jeden Fall interessiert, wie denn da die Preise aussehen, Leute, ja. So sieht das Ganze halt hier aus. Warte, wir müssen einen Einkaufswagen holen, ne? Schöne Einkaufswagen, ja, da sieht man die, sehr schöne. Haben wir die schon. Dann nehmen wir eine. Ich war ja schon im Casco, das ist auch hier so eine Kette. Im Target war ich noch nicht, aber Casco ist mir einfach zu riesig. Das kann man nicht dann so vergleichen mit Deutschland, ne? Eins kann ich euch sagen, da ich ja schon einige Lebensmittel gesehen habe, die haben hier schon brutale Lebensmittel. Moment, ich mache die Brille so. So, das ist ein richtiges Review, was ich euch hier gebe. Original hier, aus Medican, ihr wisst Bescheid. Ja, gucken wir mal. Eins muss man schon mal sagen, Leute, die Leute hier sind sehr, sehr gechillt. Das ist mir schon mal aufgefallen, sehr höflich und die grüßen hier auch sehr, sehr viel. Am Anfang habe ich gedacht, nur weil ich Trottel die immer grüße, nein. Das ist wirklich so, also die sind das gewohnt. Warte, wir gehen da lang. Ja, hier ist eine Kleiderabteilung, aber egal, dass ihr mal so einen Eindruck habt. Hier ist eine richtige Kleiderabteilung, nicht nur so Alibi-mäßig, ne? Schon richtige Kleiderabteilung. Kleider finde ich jetzt nicht so interessant, Leute. Eher Lebensmittel vergleichen, das finde ich interessanter. Leute wollen essen. Leute wollen einfach nur essen. Scheiß. Ach, Leute. Oh, wurde hier etwa auch gehamstert oder was? Das gibt's doch gar nicht. Man kann ja kurz mal Elektrogeräte zeigen hier. Guck mal, dieser Fernseher, das ist ein Oschi. Wie viel hat der? 70 Zoll? $600, also auf jeden Fall. Dann sagen wir einfach mal, 1 Euro ist gleich 1 Dollar, okay? Damit wir uns alle verstehen. 1 Euro gleich 1 Dollar, Safi. Guck hier zum Beispiel dieser 70, das ist 70 Zoll, das ist ein Gigant gerade für $600, also 600 Euro so. Meiner Meinung nach, Elektrogeräte sind, glaube ich, hier günstiger, ja. Hier sind wir bei den Getränken. 2 Dollar, eine Flasche Cola, 2 Liter. Ja, das ist wie Deutschland. Aber ich brauche diese Pepsi Light am besten. Oh, oder? Wir probieren neue Sachen aus, Leute. Komm, Dr. Pepper, wir sind ja in Amerika. Komm, Dr. Pepper Diet. Hier zum Beispiel die sechs Flaschen für 3,99 €. Ja, kann man nehmen. Das ist Dr. Pepper, Zero Sugar und das ist Diet einfach. Also ich glaube, ich probiere mal das hier. Na, das ist neu. Das ist neu, das ist selber Preis. Dann probieren wir das hier, Leute, und machen das andere zurück. Weil das andere kenne ich. Getränke haben die so viel Auswahl und viele Zero-Sachen. Speziell für Leute, die jetzt ein bisschen hier auf Ernährung achten und dies und das. Oh, guck mal hier, Mountain Dew. Check mal ab, Alter. Pinkes Mountain Dew. Mountain Dew Wassermelone. Und das feiere ich auch bei den Amis. Die machen alle so in XXL, so ein Sturf, so ein Gibi. Verschiss. Alles im Big. Egal, die haben ja noch mehr Mountain Dew. Checkt mal diese Mountain Dew ab. Mit Waldfrucht, Spark oder was weiß ich. Ja, irgendwie muss ich mal was probieren von diesem Mountain Dew. Aber die sind alle mit viel Zucker. Oh, no problem, no problem. We make an accident. Ja. In Supermarkt. Ich bin halt so ein Typ, ich mag das nicht bei Getränke, da Zucker zu haben. Ne? Sinnlose Kalorien sind. Ich weiß, ich hau hier und da Burger weg, aber bei Getränke weiß ich nicht. Tut weh ein bisschen. Das hier ist auch krass, Leute. Das hier ist 6,70 $. So ein ganzes Ding hier. 12 Flaschen, 355 Milliliter. Kann man machen. Alles Diet. Seht ihr, das haben die sehr, sehr viel. Die sind da schon ein bisschen weiter. Die haben da viele Auswahl hier. Auch so Heidelbeersaft in Diet. Boah, das hat 10 Kalorien, Bro. Das hat gar nichts. Aber ist teuer. Das kostet 4 Dollar, also 4 Euro. So ein Ding kostet 4 Euro. Hab ich. Oh, hier haben die Proteinabteilung. Die meinen das ja richtig ernst, Alter. 130 Gramm Proteinchips für 20 Euro. Digga, das Ei. Wallah, das Ei. Was kostet denn normale Proteinpulver? Haben die das nicht, oder? Hier, Whey-Protein haben die. Whey-Protein hier vom Muscle Tech. 658 Gramm. Hier, für $23, 23 Euro. Hier von C4 oder was das auch immer ist. Auch andere Marke hier. 830 Gramm für 30 Euro. Dagegen ist MyProtein fast umsonst. Und wenn wir schon beim Thema MyProtein sind, Leute. Diese Woche hier ist ja die Impact Week. Das ist eine sehr berühmte Woche, wo man sehr, sehr guten Schnapp bekommt bei MyProtein. Und zwar habt ihr aktuell die Möglichkeit mit dem Code YusufImpact. YusufImpact, ich schreibe es euch nochmal hier irgendwo drauf.
50% Rabatt auf alles zu bekommen. Okay? Denk dran, die ganze Woche geht diese Aktion. Chips. Leute, Chips. Diese Chips hier kosten einfach 4 Dollar, also 4 Euro. Das Ding hier, das bisschen. Ich hatte die billiger eingeschätzt. Die hier kosten 4,80 Euro. Ich finde es schon hardcore teuer, Bruder, für Chips hier. Da haben die etwa Kartoffelprobleme. Ich weiß nicht. Vielleicht haben die Kartoffelprobleme. Ich kann es euch nicht sagen. Oh, da sind diese Käsesoßen. Wisst ihr, diese Soßen hier, die ballern des Todes, Leute. Ihr wollt ja immer wissen bei mir, Mukbang und so, Toasties, Tostitos, brutale Käsesoße, sehr lecker. 5,89 hier, sehr viel kriegst du hier. Schön zum Dippen, Soße muss, Cheetos Puffs, kenn ich auch nicht. Oder hier, Cheetos Crunchy, was weiß ich. Aber ich sag euch, die Preise, die gehen schon gut ab, alle drei hier. Seht ihr ja hier, 3,79 für Chipspackung, fast 4 Euro für eine Packung. Inflation hat hier gegriffen, Leute. Inflation hat hier gegriffen. Diese Doritos wollte ich mal probieren. Aber Bruderherz, meint ihr das ernst? 4 Euro für so ein Päckchen? Für so ein Päckchen 4 Euro? Ah, hier, guckt euch das an. Die Waren kennen das jetzt, was ich zeige. Die Waren unter euch. Was haben wir hier? Die Fritos. Das kennen wir doch irgendwoher. Diese Soße ballert 3,50. Ich weiß, 3,50 ist auf jeden Fall teuer, aber ich habe dafür bezahlt, ich glaube 7 Euro oder so bei diesem, bei uns gibt es ja auch diese Ami-Shops, ne? Und da habe ich das her, weil ich wollte es unbedingt mal ausprobieren. Ich nehme das mal mit Mild Cheddar. Ich brauche das manchmal, ne? Nach Diät. Ne? Wir machen ja dann Diät, wenn wir nach Hause kommen. Und nach Diät muss gefetzt werden, schöne Mukbang mit Dip. So lange bleiben die, wie lange ist ein Haltbarkeitsdatum? Och, bis 2023, kann man nehmen, Leute. Das hier habe ich so viel gesehen. Und ich weiß nicht, ich wollte die auf jeden Fall mal probieren. Moment, ich zeige sie euch mal. Die hier, Takis. Habt ihr die schon mal probiert? Ich habe die noch nie probiert, aber ich will die mal probieren hier. Kosten auch hier 2,99. Eigentlich muss ich hier einiges kaufen und danach, Ding. Diese, wie, das gibt es ja auf YouTube, da machen die ja immer dann, probieren die dann amerikanische Süßigkeiten oder so. Ja, ich muss das eigentlich machen, wenn ich ein schlauer Kerl wäre. YouTube mag sowas, die fördern sowas. Dumme Content fördert YouTube, weißt du? Wird gefördert. Alala, ihr macht mich fix und fertig. Oh, Pringles zum Vergleich 1,89, also auch fast 2 Euro, ja? Ja, wie gesagt, ihr könnt das ja dann vergleichen einfach. Und dann wisst ihr, aber für mich, meiner Meinung nach, außer die Getränke jetzt, bis jetzt alles teurer wie bei uns. Guck mal hier, Goldbeeren Haribo. 100 Gramm Haribo, 2 Euro. Guckt euch das mal an. Snickers Almond. Das habe ich noch nicht gehabt, Leute. Welcher gute Mann kommt auf sowas? Sehr, sehr feine Geschichte. Das muss probiert werden, Leute. Das muss probiert werden. Bruder Herz, das geht hier gut ab. Bis jetzt muss ich schon sagen, teuerstes Land, wo ich war. Ganz klar. Ich war Dubai auch kurz mal im Einkaufsding. Aber das, ich kann mich nicht erinnern, dass es jetzt auf diesem Level war. Weißt du? So, Cornflakes-Abteilung. Heute machen wir Ratespiele. Was denkt ihr, was Cornflakes hier kostet? Aufentspannt, fast 6 Euro. Ein Päckchen. Hier. Was gibt's denn hier für Cornflakes? Moment, Leute mögen Cornflakes. Komm. Ich zeig euch. Die Packungen sehen schon geil aus. Reese's Puffs. Oh, Ben & Jerry. Wichtig. Oh, hier ist günstiger Ben & Jerry's. Bei uns ist teurer. Außer im Angebot. Der Tonight Door, das kenne ich nicht. Brutal. Ben & Jerry's. Peanut Butter und Half Baked. Brutal. Da haben wir American Dream. Sieht auch sehr lecker aus. I'm sorry, my friend. I make a little vlog for my German friends. But very expensive here. It really is. Why? For no reason. I see the prices, I say shocked. In Europe is cheaper than here. Mm-hmm. Yeah. Why it's so? Inflation. Right? Inflation is very... Still the pandemic going on. But the people have money enough for these prices? No. Really. It's been hard for a lot of people. Like a lot of people gotta have side businesses. Yeah. So it's just to afford. I have one question. The people here in America, how much they earn money? How much in the month? How much? It depends on the area, but most of the time. What do you think? So $3,000? Yeah. $3,000. The 4,000. Huh? 4,000? Yeah. 3 or 4,000? Yeah. Okay. That's the middle. That's the middle. Yeah. Yeah. Okay. What's your name? Josh. I'm Yusuf. Nice to meet you. Nice to meet you too. Yeah. My English is not the best, but I learned. Good. It's okay? Yeah. Thank you very much. Because my friends tell me I have no good English, but you understand me, yeah? Tell him you understand him, yeah? I understand him perfectly. Yes, thank you, my friend, yeah. Mach's gut. Ciao. Seht ihr? Mein Englisch ist nicht so schlecht. Ja, ja.
Ja, Freunde, also Durchschnittsgehalt hier, habe ich ihn gerade gefragt, er hat mir so schon gesagt, oh, es gibt schon 4.000 Dollar verdienen die hier schon. Ja, dann passt es. Okay, die verdienen hier mehr. Oh, oi, 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 oi. Jetzt zeige ich euch Sachen, die sind andere Level. Andere Level, sage ich euch. Tiefkühlpizza. Wir machen wieder so. Tiefkühlpizza. Was kostet diese Tiefkühlpizza, die ich euch jetzt zeige? Hier. California, was weiß ich. Margherita Pizza. Ein Stück. Macht Stopp, ratet. So, und jetzt zeige ich euch was. Das tut mir weh beim Ansehen. Guckt. Eiskalt 10 Euro für eine Margherita Pizza, mein Bruder. Eine. Wir sind jetzt einfach still und wir gehen einfach weiter. Wir sind einfach still, Leute, und wir gehen einfach weiter. Versteht ihr mich? Weil das ist andere Liga. Ja. 10 Dollar für Tiefkühlpizza ist schon happisch. Sehr, sehr happisch. Guck mal hier. Das liebe ich. Guck mal hier. Sowas liebe ich, Leute. Sowas liebe ich. Diese Schrimps. So ein kleiner, weißt du? Oh, der ist der Wahre. Aber eins muss ich sagen, die haben viel Auswahl zu essen. Dagegen ist Europa ein Witz. Ihr seht, sehr viel Auswahl zu essen und alles jetzt hier plant-based. Plant-based Burrito Bowl, die sieht sehr lecker aus, ja. Mac and Cheese, auch hier mit Chicken plant-based, ja. Die haben viel Veggie, vegan, aber ich sage euch ganz ehrlich, ich glaube nicht, dass hier so viele sich vegan ernähren. Ihr seht, die hauen gut weg. Die haben auch viel Fleisch, die hauen gut weg. Dunkin' Donuts ist hier auch so, ich weiß nicht, so im Kaffeesektor unterwegs, ja. Cookies-Teig, Leute. Ja, ja. Die Amerikaner mit ihrer Stolz, sogar die essen ihre Flagge. Oh, jetzt kommt's Ware. Obst. Excuse me? This is one for $1? One. Ja? Yeah? Okay. Eine Orange, hier. Eine Orange, $1. Hier. 89 Cent, ja. 80 Cent, eine Orange. Eine Grapefruit, 99 Cent. Ich bin raus. Die Fleischpreise sind ja auch wichtig, ja. Was kostet hier Fleisch? Moment. Das gibt's doch gar nicht. Fleisch ist günstig. Fleisch ist günstig. Guck, das hier sind 5,24 LB. Also so 2,5 Kilo. 2,5 Kilo für $12. Ist okay. 6 Dollar ein Kilo ist sogar sehr günstig. Sogar günstiger wie bei Deutschland, ja. Was kosten Eier? 12 Eier, 1,79. Also wie Deutschland. 18 Eier für 2,80. Oh, da ist Milch. Reduced Fat Milk. Auch diese Bottische, wie viel ist denn das? 3, also 4 Liter für 3 Euro. Fleisch und Milch genauso wie Deutschland. Ja. Das ist eine kleine Food-Abteilung. Das ist so irgendwie so ein Laden wie, ich weiß nicht, ich kann den jetzt nicht beschreiben, wie der ist, der Laden. Weil da ist jetzt Lebensmittel, da ist alles, alles, was du brauchst, um zu leben, wirklich, ist hier. Aber alles auch in, ich würde mal sagen, XXL. So wirklich alles, was du benötigst, ja. Guck mal, wie die KitKat-Packung aussieht, Leute. KitKat-Packung sieht ganz anders da aus. Hä? Das ist doch Snickers, oder? Warum steht da Satisfies? Satisfies. Komm, die haben mich jetzt damit, weil es Satisfies ist. Das ist kein Snickers, Satisfies. Mit Snickers haben die Auto. Die reden hier alle, als ob die sich schon alle kennen, so Kassiererin und so. Die redet mit dir, als ob die dich kennt. Die sind hier ganz anders unterwegs. In Deutschland wird dich angucken, was sind so Hunde? Macht schon mal ab. Hier, die reden schon sehr familiär miteinander, die kennen sich aber auch nicht. Alles in Plastiktüten. Hier gibt es kein Papier, alles Plastik. Und sogar noch, die sagen mir, reichen die Tüten, wird es noch mehr. Kein Problem. Wir waren schön einkaufen in Amerika, aufentspannt. Und uns ist eine Sache aufgefallen. Extrem teuer. Anders, anders krass. Ich bin fertig mit meinem Einkauf hier bei Target. Ihr seht, ich bin hier gerade auf dem Parkplatz. Ich würde mal sagen, an der Stelle, wir beenden das Video. Und ich hoffe natürlich, das Video hat euch gefallen. Ich wünsche euch einen angenehmen Tag. Passt auf euch auf. Bis zum nächsten Mal.